Ja, definitiv. Also wir sind am 5. November hier rüber geflogen und es hat sich angefühlt wie nach Hause kommen. Also bei mir und bei meinem Mann, was echt witzig ist. So nach ein paar Wochen habe ich mal zu ihm gesagt, ich warte da drauf, dass es so endgültig ist. Aber das Witzige ist, es ist ja schon endgültig. Also es war wie nach Hause kommen. Und wenn man mich kennt, ja jetzt gerade meine Mutter und meine Familie, ich war das... Schön, dass du hier bist im Muttersprache-Podcast, der Podcast für die deutsche Community in den USA. Mein Name ist Monique Menese, ich bin Gründer dieses Podcastes, Auswandererin und habe hier in den USA mittlerweile 3 Firmen gegründet. Mein Co-Moderator Marco Völzke war einst Gast in meinem Podcast und interviewt jetzt mit mir zusammen spannende Menschen, die hier in den USA leben oder etwas Besonderes hier aufgebaut haben. Mein heutiger Gast im Podcast ist Carmen Kopsch. Carmen ist 2018 mit ihrem Mann in die USA ausgewandert. Ja, und das war schon eine ganz bemerkenswerte Geschichte, denn wir wurden begleitet vom Fernsehen. Da das alles ganz schnell ging, das erzählt sie uns aber in dem Interview heute, mussten sie hier in den USA ganz viele Dinge in ganz kurzer Zeit erreichen. Mittlerweile sind sie über 2 Jahre hier in den USA und haben einen erfolgreichen Food Truck in Miami, Florida. Alles Weitere, wie es dazu kam und wie es Ihnen jetzt geht, erzählt sie in dem Interview. Viel Spaß dabei. Hallo Carmen Kopsch nach Miami. Hey, schön, dass du Zeit hast am Sonntagmorgen, Sonntagmittag bei dir. Ja, Sonntagmittag. Es ist eine gute Alternative, mit dir zu reden, als sich dem Regen hinzugeben. Oh, wie schön. Ja, liebe Carmen, ich habe dich hier zum Podcast-Interview eingeladen, weil du auch hier in den USA nicht nur lebst, sondern auch selbstständig bist. Du hast mit deinem Mann hier ein Unternehmen aufgebaut und du bist 2018 in die USA ausgewandert. Wie es dazu kommt, sprechen wir auf jeden Fall noch und zwar auch ganz intensiv und mit allen Ups und Downs und Hürden und Hoch und Tiefs. Aber lass uns doch vielleicht einfach mal erstmal schauen, wer so die Carmen Kopsch ist. Du bist geboren oder in Singen, ne? Bist ja aufgewachsen bei Frankfurt. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie so dein Leben war, bevor du in die USA ausgewandert bist. Okay. Ja, also eben geboren in Singen an dem schönen Bodensee. Und dann sind wir nach Frankfurt gezogen, also Götzenhain, das ist so ein Vorort von Frankfurt. Und da war eigentlich die längste Zeit meines Lebens der gleiche. Nein, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht, nee. Aber es war mit die schönste Zeit in meinem Leben. Und zu meiner damaligen Freundin habe ich auch heute immer noch Kontakt, was schön ist, vom Kindergarten hängen geblieben. Und dann sind wir nach Freiburg gezogen, da haben sich meine Eltern selbstständig gemacht mit einem Restaurant und später dann mit einem Hotel. In dem Hotel habe ich dann auch Köchin gelernt und habe dann mein Hotelbetriebswirt gemacht in Heidelberg und habe dann längere Zeit in der Sterne-Gastronomie gearbeitet als Köchin und später dann auch als Bankettkoordinatorin und so als Restaurantleiterin. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der ja nicht aus der Gastronomie kommt. Und dann war das halt recht schwierig, ne? Er ist Gaswasserinstallateur und hat halt nie am Abend und am Wochenende gearbeitet. Und dann war das schwierig. Und ja, dann habe ich die Gastronomie quasi für ihn mehr oder weniger verlassen. Aber es war immer meine große Liebe. Ja, ist es ja auch heute noch, ne? Denn ja, am Ende seid ihr jetzt in der Gastronomie hier auch gelandet oder habt euch im Rahmen der Gastronomie selbstständig gemacht. Ja. Du hast dann einen ganz großen Schicksalsschlag erlitten in deinem Leben, ja, was dich, glaube ich, auch wirklich verändert hat. Magst du da nochmal so ein bisschen erzählen, was auch vielleicht so der Weg war, warum ihr dann am Ende entschieden habt, auch oder warum der Wunsch aufkam, in die USA auszuwandern? Also der Wunsch, in die USA auszuwandern, kam an unserem Hochzeitstag. Also wir haben am 7.7.2014 in Miami geheiratet, am Beach, ganz romantisch. Mhm.
Und da war also klar, dass wir hier leben möchten. Und es war auch von Anfang an klar, dass es ein gastronomischer Betrieb wird. Wir sind so Amerika verstrahlt. Und egal, wo wir waren, hieß es immer, oh mein Gott, das deutsche Brot. Und da war klar, dass wir eine Bäckerei machen. Und später auf einem Foodtruck-Festival haben wir dann eben einen Ice Rolls Truck gesehen. Und dann sagte Christian, und das ist unser Business. Und dann dachte ich erst so, oh, was spinnt er jetzt wieder? Weil er macht manchmal so ein bisschen verrückte Ideen. Und so kam das dann. Und im August 2015 ist mein Vater im Urlaub verstorben. Wir wussten, dass er krank ist, aber es war trotzdem sehr, sehr plötzlich. Also Und als ihr im Urlaub wart oder als er im nein, Urlaub meine Eltern. war? Er war, Meine Eltern waren im Urlaub und da ist er dann morgens verstorben. Und ja, das hat natürlich schon einiges verändert. Und das hat auch bestätigt, dass du nur ein Leben hast und du sollst das Leben leben, wie du es möchtest und nicht immer wie die Familie oder wie andere Menschen das von dir erwarten, sondern es ist dein Leben, es ist dein Recht und du hast die Entscheidung. Und so war für uns noch mehr klar, dass wir den Weg in die Auswanderung gehen müssen. Aber Und jetzt ist das ja auch nicht so einfach. Das heißt, du entscheidest ja nicht, ich gehe jetzt und gehe es einfach. ja. Ne? Also man gibt ja auch erstmal ganz viel auf und man hat die Hemmschwelle des Visums. Wie war das? Wie seid ihr da so vorangekommen? Ja. Also für uns war klar, dass wir im Januar 2018 starten. Und ja, an dem Geburtstag meine Mutter hat am 14. Januar 2018 Geburtstag gefeiert. Und da war auch eine Freundin da, die hatten damals das Hotel neben uns. Und die hat dann gefragt, und was habt ihr denn jetzt vor? Und dann habe ich ihr halt erzählt, was wir machen wollen. Und dann sagte sie, Mensch, dann schreibt doch also ich hatte ihr gesagt, dass wir uns bewerben wollen bei In 90 Tagen zum Erfolg über Chris Tschöpperwien. Also das war Und dann eine Sendung, die ja, gelaufen ist genau. in RTL, glaube ich, ne? RTL 2. RTL2, ja. Und es war der Chris Töpperwien, selber ein Auswanderer, der hat Protagonisten sozusagen begleitet, in diesem Schritt in die USA zu gehen. So für die, also wir geben das natürlich in die Shownotes auch nochmal rein, dann kann man sich das auch nochmal anschauen, eure Geschichte. Aber das war so und dann hast du da hingeschrieben. Ja, ich hatte es ihr eben erzählt, der Freundin, und dann sagte sie, Mensch, die Maggie war doch öfters bei uns. Und so sind wir quasi im Nachbarort mehr oder weniger zusammen groß geworden. Und dann hatte ich der Maggie, mittlerweile ja die Ex-Frau von Töpfen, angeschrieben. Die hatte dann sofort zurückgeschrieben und 2 Tage später war dann auch schon die Produktion da. Und ich glaube, insgesamt 5 Wochen später sind wir dann auch schon geflogen. Also es war alles sehr schnell, sehr schnell. Und auch so ein bisschen überstürzt. Also wenn man auch die Show gesehen hat, einige haben dann geschrieben, naja, an euch geglaubt hat man ja nicht unbedingt, aber wir haben die Daumen gedrückt, weil es irgendwie alles so ein bisschen zusammengewürfelt war und wir wirkten so ein bisschen chaotisch und so ein bisschen verloren. Aber wenn man mal den Hintergrund weiß, dass wir da quasi gar keine große Vorbereitungsphase hatten, ne? Und ja, wir haben ja auch nur mitgemacht, weil es hieß, dass der Töpperwien mit uns alles macht und uns mit allem unterstützt und so weiter und so fort, ne? Und war das dann Aber auch so? Okay. Also ihr seid sozusagen eigentlich viel früher gegangen, als wie ihr vielleicht eigentlich gegangen wärt und wahrscheinlich auch unvorbereiteter, als wäre ja, jetzt keine. genau. Und bis zu dem Zeitpunkt hatten wir uns ja nur darum gekümmert, was wir fürs Visum brauchen, aber gar nicht, was wir für Permits brauchen für den Truck und so weiter und so fort, weißt du? Deshalb war das schon ein bisschen übereilt, vielleicht ein bisschen chaotisch, aber letztendlich zählt ja nur, dass wir es geschafft haben. Und ja. Also, ihr seid dann sozusagen ausgewandert mit einer TV-Show oder im Rahmen einer TV-Show und das war dann endgültig. Also, ihr seid dann wirklich so im Grunde hoppla hopp in die USA und habt eure Anfänge auch so hoppla hopp gehabt. Kann man das so sagen? Ja, kannst du so sagen. Also im Februar sind wir dann eben 2018 in die USA für 3 Wochen, sind dann zurückgeflogen, weil nicht alles geklappt hatte, wie wir uns das so vorgestellt haben. Ist ja normal, ne? Klappt ja nie auf Anhieb. Ich glaube, ihr Und wolltet dann, erst woanders hin, ne? Ihr wolltet ja, erst genau, wir wollten erst Key West, ja. Key Und West. das hat ja gar nicht geklappt.
weil ja, wir keine Permits bekommen haben, ne? Mhm. Ja. Und dann war klar, dass Key West nichts wird. Mittlerweile, oder was heißt eigentlich, relativ schnell haben wir gesagt, Gott sei Dank hat Key West nicht geklappt. Das war so ein Gottes Segen, weil da hätten wir es nicht geschafft. Also überall, wo die Touristen sind, hättest du nicht stehen dürfen. Ja, und es gab nicht wirklich viele Festivals. Guck mal, da kommt der Christian im Hintergrund. Aber das ist ja auch so, wie ihr seid, ne? Also das ist ja auch so, wie man euch auch im Fernsehen wahrgenommen hat. Ihr seid so, wie ihr seid. Und ihr verstellt euch da auch gar nicht, sondern das so, wie ihr in dem Film wart und auch du hier in dem Podcast bist, so seid ihr einfach auch. Und das macht euch ja auch so sympathisch. Das heißt, ihr seid mit der Show ausgewandert und musstet sozusagen im Rahmen dieser Show alles auch ruckzuck auf die Reihe kriegen, weil die ja das auch filmen wollten, damit sie genügend Material haben. Und das ist natürlich, stelle ich mir vor, ganz schöner Druck, oder? Ja, wobei ich sagen muss, das Film hat echt mega viel Spaß gemacht. Und das habe ich jetzt gar nicht so als Druck wahrgenommen. Der Druck war eher, das alles zu bestehen. Und ich habe mich da so ein bisschen klein gemacht am Anfang und habe immer so gedacht, so, oh, mit meinem Englisch und so, ja. Und egal, wo ich dann ankam, haben die immer gesagt, oh, mein Englisch ist mega, ja. Der eine hat auch gefragt, ob ich Englisch studiert hätte. Und ich so, oh, also ich habe mich da ein bisschen kleiner gemacht, als ich letztendlich bin und habe mich da so ein bisschen verunsichern lassen. Von dem großen Amerika und halt dieser Respekt, dass du dich selbstständig machst in einem anderen Land mit einer anderen Muttersprache, weißt du? Ja, letztendlich habe ich mich da gut geschlagen und aus Fehlern lernt man und es macht dich eigentlich dann nur stärker, ne? Also ihr habt dann 2018 euch einen Foodtruck bauen lassen, ne? Den ihr auf das, was ihr machen wolltet, nämlich eben nicht so richtig Ice Cream, sondern so Ice Rolls. Das heißt, das ist so ganz, wie kann man das sagen, gestrichenes Eis, was dann in einer Rolle zusammengerollt wird. Ja. Mit der Vorstellung, ihr könnt davon euch wirklich ein Leben aufbauen in den USA. Jetzt ist das ja gut 3 Jahre her, kann man fast sagen. Ne? Im Januar ist es dann 3 Jahre. Wie ist es euch jetzt ergangen? Also was waren die wirklich größten Herausforderungen in dieser Zeit? Also was war wirklich die größte Challenge, die ihr da hattet? Also die größte Challenge war eigentlich jetzt das letzte halbe Jahr oder 8 Monate sind es jetzt, glaube ich, mittlerweile, diese Corona-Krise. Also wir sind dann letztendlich am 5. November 2018 nach Miami gegangen. Da hatten wir... Also eigentlich erst dann ein halbes Jahr, nachdem die Show war, oder? Die Show wurde im Januar ausgestrahlt und wir sind im November das Jahr davor rübergeflogen. Und es war eine ziemlich lange Wartezeit. Wir hatten 5 Monate auf einen Termin beim Konsulat gewartet. Dann haben wir am 5. Oktober den Konsulattermin gehabt. Und bis dann wirklich alles aufgelöst war und alles vorbereitet war, sind wir dann 5. November geflogen. Und dann sind wir hier angekommen und haben dann schon Ende November verkauft. Also es war irre schnell. Und wir haben ja schon gewusst, dass wir schon 4 Verkaufstage sicher hatten, wenn wir hierher kommen. Und die Lizenzen waren dann alle schon vergeben und wir konnten dann recht schnell starten und hatten auch einen richtig guten Start hingelegt. Also vom ersten Verkaufstag konnten wir wirklich von dem Geschäft leben, also mussten dann auch gar nicht mehr... Ja, danke. Echt, ja, das ist wahr. Nein, das ist, ich meine, ich bin selber Unternehmerin in den USA und begleite ja auch viele. Das ist wirklich echt irre. Aber ihr habt auch sicherlich gearbeitet, was das Zeug hält, oder? Ja. 7 Tage die Woche, nehme ich mal an. Ja. Oder wie waren so die ersten Monate? So viele Tage, wie nur ging, ne? Hm. Und auch jetzt in der Corona-Zeit arbeiten wir oft 7 Tage. Also ich glaube, im November haben wir 3, 4, 5 freie Tage und den Rest arbeiten wir. Wobei du dir das jetzt nicht vorstellen kannst, wie jetzt ein 10-Stunden-Job durchgehend, ja.
Naja, also, gut, aber du musst das Material haben, du musst den Truck vorbereiten, du musst den sauber machen, vorher sauber machen, nachher sauber machen, stelle ich mir jetzt mal so vor. Ne? Du hast, stehst dann da auch für ein paar Stunden irgendwo aufbauen, warten. Also ich kann natürlich mir schon ganz gut vorstellen, was, dass das nicht nur eine 2-Stunden-Geschichte ist, dass du da irgendwo hinfährst, sondern summa summarum mit allem drumherum bist du natürlich da viel unterwegs. Ja. War das? Wobei es natürlich nicht so anfühlt wie Arbeit. Also wir lieben, was wir tun und wir sind ultra dankbar dafür, dass es so ist. Und wir tun das ja wirklich gerne. Also von daher fühlt es sich nicht so an, wie wenn du jetzt angestellt bist und zum Arbeiten gehst und alles für den Chef tust, weißt du? Du weißt ja, dass es für dich ist und dann fühlt sich das Ganze lockerer und entspannter an. Also ist es so, wie ihr es euch erträumt habt, wie ihr euch das so vorgestellt habt? Ja, schon. Besser geht natürlich immer, aber wir sind sehr dankbar, dass wir. Was wäre denn? Was wäre denn besser? Also wenn man jetzt mal so sagt, besser geht immer, was wäre denn besser? Ja, besser. Also dass man halt diese Unsicherheit dieser Corona-Zeit weg hat, weißt du? Weil in Deutschland ist jetzt wieder der zweite Lockdown, ne? Und hier finde ich, geht jetzt alles wieder langsam back to normal. Also man sieht von Woche zu Woche, dass sich's wieder steigert. Es sind jetzt auch wieder Foodtruck-Festivals eröffnet worden. Und im Dezember gehen wir auch wieder zu den ersten Foodtruck-Festivals. Und ansonsten machen wir halt Communities, diese gated Communities, also halt Wohnanlagen, ne? Mhm. Und besser wäre halt, dass wir den Stand wieder haben vor Corona, dass du im Kopf halt auch wieder frei bist, weißt du? Mhm. So ist es halt immer so eine unsichere Sache. Bleibt es, wie es ist? Weil es geht ja um dein Geschäft, weißt du? Wenn du nicht verkaufen kannst, dann machst du kein Geld und dann sieht es irgendwann böse aus. Ja, ich meine, das trifft natürlich ganz viele. Und du bist natürlich dann so machtlos, ne? Also du willst dann arbeiten und kannst aber nicht und du hast auch eigentlich gar keine Option, was du alternativ machen kannst, ne? Also wenn du einfach nicht die Erlaubnis hast zu verkaufen, dann hast du nicht die Erlaubnis zu verkaufen, ob du jetzt motiviert bist oder nicht. Wobei ich glaube, im Foodtruck-Bereich geht's ja eigentlich noch. Ich hatte hier vor ein paar Wochen einen Podcast mit einer ganz lieben Freundin von mir, die Franziska, die lebt in Portland und hat dort einen Döner-Foodtruck. Und bei ihr war es eigentlich eher genau das Gegenteil, dass sie sagt, im Vergleich zur Gastronomie, dadurch, dass dort alles geschlossen war, hatten wir eigentlich unfassbar viel zu tun. Und ich kann jetzt nur sagen, für uns haben wir überhaupt keine Einschnitte gehabt. Jetzt ist es natürlich bei euch wahrscheinlich so, dass ihr eher auf Festivals und auf, sie hat so einen festen Foodtruck, wo Leute eh nur Essen abholen. Ja. Aber ihr seid wahrscheinlich auf Events, die dann eben auch abgesagt wurden, oder? Ja, es wurde ja alles abgesagt, ne? Es wurde ja alles gecancelt. Ich meine, mittlerweile, die ersten 2 Monate waren hart. Da hatten wir eigentlich überhaupt gar keine Einnahmen, weil wir ja auch gar nicht wussten, was machen wir jetzt, ne? Vorher haben wir natürlich nur Festivals gemacht. Und gelegentlich mal eine Community. Und dann hatte mein Mann die mega Idee und hat gesagt, ruf Communities an. Und ich glaube, ich habe 300 Communities angerufen und habe da halt die Klinken geputzt, ne? Und letztendlich war das die beste Idee ever, weil wir haben super viele Verkaufstage und bezahlen da natürlich auch keinerlei Gebühren, ne? Auf den Festivals hast du Gebühren. Und Also das Krasseste, was wir mal gemacht haben, war ein 3-Tages-Event. Da haben wir $1,250 Gebühr gemacht und es hatte 3 Tage geregnet und wir haben $800 Umsatz gemacht. Ne? Also das ist dann eine harte Nummer. Wie macht ihr das, dass ihr sozusagen immer auf diese Ideen kommt? Ich meine, du musst da natürlich echt flexibel sein. Was ist so der... Wie kommt das zueinander? Ist das so, dass ihr also Hand in Hand euch dann überlegt, wie machen wir es jetzt? Wie können wir es jetzt sicherstellen, dass wir überleben? Seid ihr verbunden mit anderen Foodtrucks und bekommt daraus Ideen? Oder wie findet so diese Ideenfindung statt? Was machen wir jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Also wo holt ihr euch da die Kraft und auch die Ideen her?
Also die Kraft holen wir uns von uns gegenseitig. Also wir unterstützen uns da und wir reden halt viel und versuchen halt gemeinsam an unserem Ziel zu arbeiten. Und die Idee mit der Community war eben von Christian da anzurufen. Wir hatten halt früher mal dann in dem Jahr davor 2, 3 Communities, wo man halt mal hingegangen ist und einen recht guten Tag hatte. Und dann hatte Christian eben die Idee, ich habe da angerufen. Viele haben natürlich gesagt, Corona, nein, danke. Und viele haben trotzdem gemeint, ja, wir können trotzdem kommen. Was ich auch super finde, weil einkaufen darf auch jeder, weißt du? Mhm. Also im Prinzip ist das ja nichts anderes und man hat ja die Distanz und Und gerade Eis ist ja auch so mal eine Belohnung, ne? Es ist ja einfach mal was, wo man dann vielleicht mal rausgeht und sich freut und so ein Stückchen Luxuserlebnis hat. Ja, eben, das sagst du halt auch, ne? Das ist eher Luxus. Also Essen braucht jeder, aber Eis in dieser Zeit nicht. Und wir haben uns jetzt in den letzten Monaten, also nur die ersten 2 waren richtig hart, ja, wo wir fast keine Einnahmen hatten und gedacht haben, dass wir nicht überleben können, wenn es so weitergeht, ja. Aber mittlerweile haben wir sehr, sehr gute Communities und ich habe natürlich dann auch nur die ausgesucht, die 5-Star Deluxe, ne? Also nur die Luxury Apartments und Communities, wo halt sichergestellt ist, dass die Leute wirklich Geld haben. Mhm. Also hier, wo wir wohnen noch im Ghetto, wir suchen uns gerade ein Haus in einer besseren Gegend. Aber um das Ganze halt relativ günstig zu halten, wohnen wir halt in Little Haiti in Miami im kleinen Ghetto und hier würde sich nie einer ein Eis leisten für $8, weißt du? Seid ihr so richtig angekommen jetzt? Also mal abgesehen von Corona und den ganzen doch Überlebensängsten, die wahrscheinlich auch, oder nicht wahrscheinlich, mein kann ich aus Erfahrung reden, immer wieder kommen. Ne, aber seid ihr gut angekommen so für euch? Ist das so wirklich 100% das, was ihr euch vorgestellt habt, als ihr diesen Entschluss gefasst habt, in die USA zu gehen? Ja, definitiv. Also wir sind am 5. November hier rüber geflogen und es hat sich angefühlt wie nach Hause kommen. Also bei mir und bei meinem Mann, was echt witzig ist. So nach ein paar Wochen habe ich mal zu ihm gesagt, ich warte darauf, dass es so endgültig ist. Aber das Witzige ist, es ist ja schon endgültig. Also es war wie nach Hause kommen. Und wenn man mich kennt, ja jetzt gerade meine Mutter und meine Familie, ich war das absolute Heimwehkind. Ne? Also meine Eltern mussten mich mal vom Zeltlager abholen mit 15, weil ich so furchtbar Heimweh hatte. Ja? Was glaubst du, ist das? Was macht das? Was ist das? Die Freiheit oder so die Offenheit, Fröhlichkeit von den Menschen? Oder was glaubst du, ist es, dass du so empfindest? Ich glaube, dass wir beide hierher gehören, dass das unsere Heimat ist, weißt du? Mhm. Also das kennen nur Menschen, die das auch gemacht haben, ne? Die den gleichen Schritt gegangen sind, egal in welches Land, die ihre Heimat verlassen haben und dann eine neue gefunden haben und gesagt haben, das ist meine Heimat. Und also ich kann dir nur sagen, dass man sich hier einfach auch freier fühlt. Also von der Energie ist es ganz anders, es ist größer, es ist freier. Natürlich sind sie hier auch manipuliert von den Medien, wie in jeder Welt, ja, oder in jedem Land. Aber trotzdem fühlt es sich einfach freier an. Man hat hier noch die Möglichkeit, irgendwie groß werden zu können. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Neidfaktor hier nicht so hoch ist wie jetzt in Deutschland. Das heißt, ihr konntet so ganz eigentlich ohne Druck, ohne beobachtet zu werden, dann euer Business aufbauen und man hat nicht so viel Wertung oder sowas von außen bekommen. Ich glaube, das ist so das, was du umschreibst. Ja, ne? Ja. Gut vorstellen. Ja, genau. Was war so, mal abgesehen von dieser beruflichen Entwicklung, was war so euer menschlicher größter Win in der ganzen Geschichte? In der ganzen Geschichte war unser größter Gewinn, dass wir frei sind. Dass wir frei sind, dass wir selbstständig sind, dass wir selbst bestimmen können. Es ist schon unheimlich schön, selbstständig zu sein. Man kann jeden Tag neu entscheiden. Jetzt auch gerade mit unserem Business, weißt du? Wir haben jetzt keinen Shop,
Das heißt, wir haben Chuck, wir können überall hin, ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Sicherheit, ja. Wenn es uns hier zum Beispiel auf Dauer nicht gefällt, können wir doch zum Beispiel nach Kalifornien kommen. Weil hier mit der Regenzeit, das haben wir nicht gewusst, dass es so viel regnet. Mhm. Dieses Jahr war es besser als letztes Jahr. Aber da haben wir halt absolut den Vorteil mit unserem Foodtruck, dass wir überall hingehen können. Und das ist ein sehr großes, eine Riesenbereicherung, einfach selbstständig zu sein und frei zu sein und selber entscheiden zu können, wie dein Tag aussieht. Und möchtest du heute arbeiten oder nicht? Also das. Und meistens Luxus. Machst du es, ne? Ja. Oder habt ihr schon mal dagegen entschieden? Nein. Was ist so eure Zukunftsaussicht? Also jetzt habt ihr ja diesen Truck aufgebaut, erfolgreich natürlich. Jetzt kommt vielleicht ein bisschen so der Dämpfer durch Corona. Aber ich kann mir vorstellen, so wie ich euch wahrnehme, habt ihr schon wieder 1000 andere Ideen im Kopf? Was könnte man noch machen? Was ist der nächste Schritt oder was wäre so die nächste Stufe? Was ist es so für euch? Wovon träumt ihr? Also was ist so der nächste Schritt, erreichbare Schritt für euch in den USA? Ja, also jetzt erstmal der nächste Schritt ist unser eigenes Haus. Mhm. Und dann ist der nächste Schritt unser erstes eigenes Auto. Weil, um halt natürlich zu sparen, haben wir bis jetzt auch noch kein eigenes Auto, also Privatauto. Wir haben nur den Truck und alles andere machen wir dann halt mit Bus und Bahn oder auch mal mit Uber. Und das ist halt auf alle Fälle dann schon mal wieder ein Luxusgegenstand, ne? Wenn du dann mal ein eigenes Auto hast und hinfahren kannst, wo du willst. Ah, das ist so... Manchmal sind die kleinen Dinge, wenn du 2 Jahre wirklich extrem sparsam gelebt hast, ja, dann sind die kleinen Dinge wieder so die ganz großen. Das kann bestimmt jetzt einer nicht verstehen, wenn ich sage, das ist ein Riesenziel und eine Riesenerfüllung, ein eigenes Haus und ein eigenes Auto zu haben. Ich finde das unheimlich toll, weil ich finde, das umschreibt auch genau, worum es eigentlich geht im Leben und dass man einfach durch so eine Auswanderung auch nochmal reflektiert, was man vielleicht auch oftmals als selbstverständlich nimmt, aber auch die Waagschale, für was man das aufgegeben hat. Ne? Also, dass man etwas aufgegeben hat, um vielleicht noch was Größeres auch dadurch zu bekommen. Und man erstmal sagt, das ist auch okay, dass ich das erstmal aufgebe, weil ich weiß, das kommt wieder. Aber um dahin zu kommen, wo ich sein möchte, mache ich das auch gerne. Und das ist, finde ich, großartig. Ja. Finde ich ganz großartig. Ja. Also man bringt schon ein paar Opfer, aber man weiß, dass es das definitiv wert ist. Und eben, wie du sagst, dass man Größeres zurückbekommt. Was wäre das Größere? Also ich habe Haus, Auto, ja, aber was ist so der Langzeit? Dass es natürlich weitergeht, dass man einen zweiten Truck bekommt, dass man seine Flotte aufbaut. Ja, dass man seine Flotte halt einfach aufbaut. Also ihr wollt expandieren, dass euer Plan ist, auf jeden Fall das Geschäft weiter auszubauen, größer zu machen und wirklich auch aufzubauen. Definitiv. Und hier gibt es halt auch so Farmers Market, die nur mit Zelten arbeiten und nicht mit Food Trucks und dass wir da halt dann unser eigenes Zelt hinstellen mit unseren Eisplatten und da dann verkaufen zusätzlich zum Truck, weißt du? Dass Christian dann halt mit dem Zelt verkaufen geht auf den Farmers Market und ich dann halt mit dem Truck und dass wir halt dann auch Angestellte dazu nehmen und so, dass wir einfach größer werden. Dann haben wir noch eine zweite Geschäftsidee, aber darüber reden wir nicht. aber es ist was in Planung. Das klingt ja natürlich schon mal gut. So glaub mir, wir haben so viele Ideen. Dann haben wir jetzt einen ganz, ganz tollen deutschen Makler kennengelernt, der uns gerade ein Haus sucht. Und der lebt schon seit 20 Jahren hier. Und Christian ist ja eben Plumber.
und so ein Handyman, also so ein Handcraftsman, ne? Und dann waren wir die Woche los und haben Häuser angeschaut und Christian und Nikolaus haben dann auch gesagt, ja, und das war auch schon unsere Idee in Deutschland, ne? Dass wir Häuser kaufen, renovieren und dann wieder verkaufen. Mm. Weil der Standard hier, boah, also... Ja, ein guter Handwerker zu bekommen, ist auch nicht immer ganz einfach, je nachdem, wo man so ist, ne? Und der Standard hier, ne? Letztens waren wir auch, also wir sind ja nur in den Luxus-Communities, ja, 5-Star-Plus. Und bei manchen fängt eine Einzimmerwohnung an bei $2,500, ne? Was ja schon eine ordentliche Nummer ist, ne? Und bei einer Community stand, du musst $25,000 im Monat verdienen, sonst kannst du überhaupt gar kein Apartment bekommen. Jedenfalls geht Christian dann da auf die Toilette und kommt wieder und sagt, hey, das wäre in Deutschland das absolute No-Go. Da, die haben so ein Pissoir gemacht, ne? Und dieser Drücker war nicht in der Waage, also der war so richtig schräg. Also du hast es mit bloßem Auge gesehen, dass es komplett schräg ist, ja? Und da hat er gemeint, in Deutschland würde dir das keiner abnehmen. Und ja, ich glaube, da gibt es... Das ist einfach ein ganz anderer Standard hier. Mhm. Und damit sich noch ein anderes Standbein aufzubauen, das ist immer noch in unserem Kopf. Also bei euch ist auf jeden Fall der Entrepreneur-Spirit geweckt hier in den USA und ihr seid wirklich angekommen und da ist noch ganz, ganz viel Freude, auch was Neues zu kreieren. Ja, definitiv. Finde ich richtig gut. Was würdest du denn Menschen mitgeben, die das auch gerne machen würden? Was ist so deine Empfehlung an Menschen? Du kriegst bestimmt ja auch oft Nachrichten. Ich würde das gerne machen. Und jetzt seid ihr ja nun auch begleitet worden von dieser TV-Show und viele konnten eure Schritte beobachten. Jetzt sehen die natürlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt von allem. Ne? Das ist wahrscheinlich, habt ihr ganz lange gedreht und dabei ist so viel rausgekommen. Was würdest du Menschen geben, die auch so einen Wunsch in sich tragen, mal auszuwandern? Ja, also ich würde sagen, einfach machen. Im Nachhinein sagt man dann immer, oh Mann, warum habe ich es denn nicht schon viel früher gemacht, weißt du? Also man muss wirklich seine Komfortzone verlassen, seinen inneren Schweinehund überwinden und einfach nach vorne gehen. Und man kann nicht scheitern. Man kann nicht scheitern. Man gewinnt immer dazu. Und die meisten schreiben dann, also eben, ich habe viele Anfragen gekriegt oder wir, und die meisten schreiben dann immer, dass sie Angst haben, alles zu verlieren. Dann sage ich, es ist doch nur Geld. Mhm. Natürlich hast du jahrelang dann für dieses Geld gearbeitet, aber es ist nur Geld. Und du kannst immer wieder nach Deutschland zurück, wenn es wirklich nicht klappen sollte, und kannst dir einen Job besorgen. Also das war nie unsere Angst, wirklich alles zu verlieren. Und ja, also man muss einfach nur es tun. Und es fühlt sich dann so gut an, wenn du es tust. Und ja, wie jetzt diese Kleinigkeit, wie mit unserem Haus. Ja, also wenn wir dann wirklich in unserem eigenen Haus wohnen, dann werden wir wahrscheinlich auch sagen, oh, warum haben wir so lange gewartet? Mhm. Weißt du? Ja, also aber das war ja der Weg dahin und ich finde das auch echt toll, dass ihr das so bodenständig angeht und dass ihr so eins nach dem anderen macht. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht, das machen, glaube ich, sehr viele auch falsch, die dann sofort, sobald sie ihre Credit History aufgebaut haben, das ist ja notwendig, um dass man überhaupt hier etwas kaufen kann. Ne? Das muss man ja auch nochmal so verstehen, dass wenn man in die USA auswandert, ist man erstmal überhaupt nicht kreditwürdig. Das heißt, alles, was man kauft, kauft man in der Regel aus Erspartem und es dauert 1 bis 2 Jahre. Und in der Phase seid ihr ja auch jetzt, wo man sozusagen durch, dass man eine Kreditkarte immer wieder abbezahlt oder Rechnungen pünktlich bezahlt, sich erstmal eine Kreditwürdigkeit aufbaut und erst dann am Ende auch einen Kredit fürs Haus oder auch für ein Auto bekommen kann. Und das ist ja schon auch erstmal wirklich so eine lange Durststrecke, die man da so hat. Und auch ganz anders, ne? Also wir sind beide Menschen, die unsere Sachen direkt bezahlt haben. Also ich bin gar kein Mensch, der Schulden hat, ne? Und du musst da komplett umdenken. Also dieses deutsche Denken musst du da abhaken und du musst dich da voll drauf einlassen, ne? Was auch so ein bisschen schwierig ist, aber
Das ist der Weg und den gehen wir. Ja, und ich glaube, so mit eurer positiven Ausstrahlung ist das, glaube ich, auch gar nicht so schwierig, wenn man wirklich auch mal tiefe Täler als große Chance sieht, dass danach wieder ein ganz, ganz toller Berg kommt und eine tolle Aussicht dahinter auf einen wartet. Ja. Ne? Ich glaube, das ist eure Lebenseinstellung auch. Ja, definitiv. Kam, wenn du mal so zurückschaust und du guckst wirklich mal, ja, auf euren Weg, vielleicht Christian und du, auf eure gemeinsame Zeit und all das, was so zurückliegt. Und schaust mal so auf die Auswanderung in die USA. Gibt es irgendeine Sache, die du anders machen würdest, als wie du sie gemacht hast? Und wenn ja, welche wäre das? Oh, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Da habe ich dann gesagt, hätten wir das und das anders machen sollen oder das und das. Und letztendlich hat dann Christian immer gesagt, der Weg ist das Ziel. Und es hat irgendwie so sein müssen. Also wir sind auch so Menschen, die daran glauben, dass das, was zu dir gehört, seinen Weg findet und das, was zu dir gehört, du nicht verlieren kannst. Ja? Und ich glaube eben, wie gesagt, so der Weg ist das Ziel. Und im Nachhinein kann man immer sagen, oh, ich hätte das anders gemacht. Wir hätten uns ein bisschen besser vorbereiten können. Und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so unsere Leichtigkeit und unser positives Denken hat uns einfach geholfen und auch bewahrt vor großen Fehlern oder großen Schwierigkeiten. Mhm. Ja. Mhm. Also so im Großen und Ganzen kann ich jetzt gar nicht sagen, was wir hätten anders machen sollen. Ja. Aber das ist doch schön, oder? Wenn man so zurückkommt, sagt auch, all das, was wir gemacht haben, war gut so und ich würde es genauso nochmal machen. Und auch die Fehler würde ich genauso nochmal machen, weil ich dadurch auch gestärkt rausgekommen bin. Und auch das vielleicht nicht vorbereitet sein, hat ja auch, wenn man es jetzt mal so zurückblickend mal drauf schaut, ja auch nichts nichts Schlimmes bewirkt. Ne? Im Gegenteil, ihr seid dann vielleicht nur noch schneller und flinker in die Behörden gezitschert, um eure Permits zu bekommen. Und sobald ihr verstanden habt, wie es läuft, habt ihr es umgesetzt. Ja, und auf manche Dinge, glaube ich, kann man sich auch nicht vorbereiten. Ich glaube, es gibt auch ein gewisses Maß, wo man einfach mal das aushalten muss, dass man sich gar nicht vorbereiten kann. Ja. Ja. Das ist, und letztendlich zählt nur das, was du erreicht hast. Und ich denke immer, wir können so stolz darauf sein. Total. Letztendlich habe ich das alles alleine gemacht mit den ganzen Permits und so weiter und so fort. Weißt du, letztendlich am Ende des Tages, egal ob jetzt mit Show oder ohne Show, am Ende des Tages haben wir als Paar oder ich das alles alleine gemacht, weißt du? Und deshalb kannst du sagen, wir können stolz drauf sein. Und wir sind ja die Einzigen, die es geschafft haben aus der Schule. Tolles Schlusswort. Ja. Ganz tolles Schlusswort. Und ich finde das auch, ich finde das auch, kam ganz, ganz bestimmt all die, die drüber lachen oder die blöde Kommentare abgeben, die müssen es erstmal selber machen. Und das... weiß ich aus eigener Erfahrung mehr als genug. Ne? Und ich finde das großartig, dass du da so mit umgehst. Und das ist auch echt, finde ich, ein Statement zu sagen, okay, dann mach mal selber und dann schauen wir mal. Ne? So, dann schauen wir mal, wie du es gemacht hast. Ne? Und ich finde es auch gut, Mut zu haben, nicht perfekt zu sein. Niemand ist perfekt und auch keine Auswanderung kann perfekt sein. Aber ihr habt einen Truck da stehen, ihr habt Kunden, die zu euch kommen, ihr könnt davon leben, ihr zieht jetzt in euer erstes Haus ein. Da ist er, genau. Siehst du ihn? Ja, genau. Ja. Da ist er. Und da steht er im Regen, der Arme. Der gehört euch und den habt ihr euch erarbeitet und den da sorgt ihr dafür, dass er läuft und dass eure Kunden gutes Eis kriegen und ihr habt alle Permits und ich weiß ja auch, wie, dass das nicht so einfach ist. Man muss die FDA-Regeln befolgen, man muss die ganzen Regularien haben. Also das ist schon eine ganz schöne Nummer, was ihr da auf den Weg gebracht habt. Und da kann man nur sagen, Hut ab, aber das kann ich natürlich auch als Unternehmerin sagen, weil ich weiß, welcher Weg dahin ist
Und viele Menschen, die das einfach nur so sehen, wissen ja auch gar nicht, was da so alles zugehört. Und deswegen wollte ich ja auch eure Geschichte hier in diesem Podcast einfach mal erzählen. Ja, das ist voll lieb von dir, danke. Wir schreiben in den Shownotes noch alles zu Carmen, alle Links, alle Websites und Instagram-Profile. Und wer in Miami ist, auf jeden Fall das Eis probieren. Checken vorher, Carmen anschreiben, wo sie gerade stehen. Ne? Und ihr folgen auf ihrem Instagram-Profil und dann auf jeden Fall natürlich ein Bild liken und mich taggen. Na klar, das unbedingt. Liebe Carmen, ganz vielen Dank für deine Zeit heute und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, aber ich glaube, das werdet ihr machen und ich sehe euch schon mit eurem Ice Roll Imperium oder was auch immer noch so dazu kommt. Danke. Ja, letztens hatten wir auch so als Schlusswort noch so ein ganz, ganz toller Kunde und der meinte dann, you will break a leg. Und dann sagte er, das bedeutet jetzt nicht, dass du dir ein Bein brichst, ja, sondern das bedeutet, dass du es schaffen wirst. Du bist auf einem mega Weg. Und ich so, danke. Oh, ja, das so war schön. Voll süß. Ach, das ist das Amerikanische, ne? Die wirklich so, die schieren dich und die freuen sich, dass du sowas auf den Weg gebracht hast und die unterstützen das. Und das ist eigentlich das, was es sich auch lohnt, dafür durchzuhalten. Ja, ne? ja. Vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Miami. Dankeschön. Dankeschön für das schöne Gespräch und es hat viel, viel Freude gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns mal auf ein Eis. Ah, unbedingt, unbedingt. Tschüss. Ja. Ja, und das war es auch für heute wieder mit dem Interview von Carmen Kopsch, Kopschis Ice Rolls in Miami, Florida. Ja, wer aber nicht wagt, der nicht gewinnt, kann ich nur dazu sagen. Die haben alles auf eine Karte gesetzt, sind in die USA, haben allen Widrigkeiten getrotzt und ja, können auch, finde ich, ziemlich stolz sein für das, was sie sich wirklich mit eigener harter Arbeit und Ideen aufgebaut haben. Natürlich findet ihr alle Informationen, wo ihr diese leckeren Ice Rolls bekommt, in den Shownotes. Wenn ihr in Miami und Umgebung seid, schaut vorbei. Carmen und Christian freuen sich unheimlich über euren Besuch. Und natürlich followt den auf Instagram und auf allen Kanälen. Ebenso natürlich auch uns. Ihr könnt das Interview schauen, auf YouTube hören, auf allen Podcast-Portalen. Ihr findet das uns auch auf unserer Website muttersprachepodcast.com. Subscribt unseren Podcast und natürlich hinterlasst uns eine Review. Darüber freuen wir uns sehr. Ansonsten geht's nächste Woche schon wieder weiter mit einem neuen spannenden Interview. Bleibt alle gesund. Bis ganz bald, Monique und Marco.